Also dann musst du die Tabelle auch. Max, was machst du denn da? Hör auf damit! Ich rufe dich gleich zurück. Hey, Max! Hör sofort auf damit! Was denkst du denn dabei? Kannst du dir vorstellen, was passieren könnte, wenn jemand die Treppen hochkommt und ihm fliegen die Flaschen entgegen? Nee, Max! Du kannst jetzt nicht einfach abhauen. Die Scherben müssen weggeräumt werden und das sind nicht deine Flaschen. Du musst dich beim Besitzer entschuldigen. Ich glaube, wir müssen mal reden. Komm. Setz dich mal neben mich. Was hast du dir dabei gedacht, als du die Flaschen da runtergetreten hast? Ich habe sie nicht mit Absicht runtergetreten. Ich bin aus Versehen gegen die blöden Flaschen gekommen. Gegen alle? Max. Du hast doch nicht aus Versehen die ganzen Flaschen darunter getreten. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Nein, nicht alle, sondern eine. Eine, okay, kann passieren. Und die anderen? Die sind da so zufällig runtergeflogen, oder was? Nein, aber... Hat Spaß gemacht, die Flaschen kaputt zu machen? Nein, es war so schön aus. Das sah also schön aus, wie die Flaschen da kaputt gegangen sind. Ja. Dennoch, Max, wenn man was kaputt gemacht hat, muss man auch aufräumen. Und du musst dich entschuldigen. Nein, dann meckert der. Naja, dann meckert er eben. Da musst du jetzt durch, da kommst du nicht drum rum, Max. Wenn du willst, kann ich ja mitkommen. Nein, ich mach das alleine. Super, Max. Los, komm. Lass uns die Scherben wegräumen. Wir holen jetzt Schaufel und Besen.